Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Siedlerfreunde, zu Die Siedler 6, Reich des Ostens. Ja, wir sind in der letzten Mission. Also eigentlich sollte es die Ein letzte Wagen mit Mission, Tela, Tauschgütern sein. ist zu uns unterwegs. Und sind gerade großartig dabei, Militär aufzustellen, hoffe ich mal. Wenn da mal endlich Eisen ankommt. Kaufen wir am besten noch mal Eisen. So, wie sieht es eigentlich mit dem Thema Milch und Kühe aus? Da könnten wir Schafe. Achso, Kühe könnten wir nur hier kaufen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, vielleicht kriegen wir hier oben Kühe dann. Oh. Die Nachricht des Sieges über Kana hat sich in Hidun verbreitet. Ein Bote erreichte soeben Tela. Er kündet von der Heimkehr vieler Siedler in seine Provinz und entrichtet uns Tribut. Wie er meldet, haben auch die anderen Provinzen bereits Boten entsandt. Sie sollten schon bald hier eintreffen. Oh, Tribut. Ein Bote wurde nahe der Provinzgrenze gesichtet. Er wird über die Reichsstraße aus dem Osten zu uns kommen. Oh, er bringt Farbe. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, jetzt sollten wir aber endlich mal Eisen haben. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten beginnen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, Weizen wäre gut. Wobei, tauschen wir schon Weizen gegen irgendwas? Wenn ich dann... Ah, Lagerhaus brauchen wir gerade nicht ausbauen. Ja, wir sollten mal unseren Palast ausbauen. Dafür brauchen wir allerdings noch mehr Steine. Oh ja, und die Straße hier, die könnten wir auch mal ausbauen. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Mal gucken, sind alle Gebäude ausgebaut? Ja. Haben wir überhaupt schon eine Apotheke? Nö. Dann sollten wir die ja jetzt auch mal errichten. Sicher ist sicher. Da passt sie leider nicht rein. Aber hier passt sie hin. Haha, perfekt. Ha! Tela! Wird Kana schon in Kürze zu Füßen liegen. Ich werde die Boten abfangen und sie meiner Göttin Tribut zollen lassen. Wir werden euch in die Knie zwingen. Legt die Waffen nieder und schließt euch uns an. Kana ist in unserer Hand. Sie kann Hidun nichts mehr anhaben. Wir werden euch vom Bann dieser grünen Schlange befreien. Kana ist unbesiegbar. Sie besitzt die Kraft der Götter. Ihr habt versucht, mich hinters Licht zu führen. Erwartet meinen Angriff. Ihr müsst auf der Hut sein und die Wagen, die über die Reichsstraßen zu euch kommen, beschützen. Diese Boten müssen unbedingt in ihre Heimat zurückkehren und dort euren Sieg verkünden. Verliert ihr zu viele der Boten, werden Hiduns Provinzen sich nicht unter Telas Banner ein. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ein Jäger sucht vergeblich nach Jagdwild. Okay, über die Handelsstraße kommen sie. Da wäre ein im Norden. Auf euren Befehl. Jawohl. Wahrscheinlich eine im Süden.
Hier geht, glaube ich, auch ein... Nee, hier geht keine. Oh, hier wäre aber noch eine Ruine, die ich plündern könnte. Also ja, eine im Süden. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wie ihr wünscht. Ein Bote wurde nahe der Provinzgrenze gesichtet. Er wird über die Reichsstraße aus dem Westen zu uns kommen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Im Westen. Ach, da. Verstanden. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Verstanden. Auf euren Befehl. Alles klar. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Es gibt kein Zurück. Schon unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl. Oh, die attackieren die Zum Karren. Angriff. Das ist natürlich... Verstanden. Jawohl. Folgt mir. So. Verstanden. Für die gute Sache. Ei! Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Verstanden. Jawohl. So, noch mehr Truppen. Burg ausbauen. Verstanden. So, jetzt kann ich das Geld holen. Schon unterwegs. Ja, ich könnte doch Steine kaufen für die Kirche zum Ausbauen. Wie sieht da eigentlich unser Ding so aus? Sieht okay aus. Also noch können wir Siedler. 16 Stück. Wir haben immerhin 5 Gebäude. Sofort. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Und ja, das hier ist... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das ist zum ziemlich großen Teil deiner Handelsmission. Ja, um dich zu befördern, muss ich dich... Sofort. ...hier hinschicken. Und ja, ich würde sagen, wir tauschen jetzt in Zukunft Wild gegen Eisen. Was tauschen wir bei euch eigentlich? Ach, wir tauschen schon. Nein, kein Wild gegen Fisch. Ach, Heilkräuter gegen das da. Ja, Hakim, wenn du in der Stadt zurück bist, kriegst du einen neuen Titel. Ich möchte euch daran erinnern, dass ich euch treu gedient habe und Anerkennung dafür verdiene. Ich werde mich dieses Titels und eures Vertrauens als würdig erweisen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Also wir sollten uns wirklich erstmal um das hier kümmern, bevor wir das Banditenlager ausheben. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oh ja, die Apotheke übrigens ausbauen. Unsere Rohstoffvorräte sehen doch gut aus. Und ich will zufällig nicht keiner von euch, hä? Jedenfalls keiner von denen, die ich hier kenne. Ein Bote wurde nahe der Provinzgrenze gesichtet. Er wird über die Reichsstraße aus dem Norden zu uns kommen. Sofort. Okay, das ist Alles die hier klar. oben. Wir können zum Glück jetzt schnell reagieren. Und einmal aus Versehen außerhalb des Bildschirms klicken. Badehäuser wollte ich bauen. Also 2 Stück. Hier wird keins hinpassen, deswegen baue ich eins hier hin.
So, da kommt der Angriff. Kämpft weiter! Da kommen wir aber auch bei den Truppen. Ein Wagen mit Tauschmiedern ist zu uns unterwegs. Banditen haben einen Karren erbeutet. Okay, der Karren gehört wieder uns. Jawohl. Das heißt, wieder zurück. Wie ihr wünscht. Mal Bogenschützen anheuern. Verstanden. Das sollte jetzt erstmal reichen, um die 22 Minuten zu überbrücken. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ja, die Regenzeit wird bald wieder einsetzen. Wir könnten mal Steine nutzen, um einen kleinen Brunnen zu errichten. Hier. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, Badehäuser werden ausgebaut. Du bist ausgebaut. So, es war doch ein 50er Brunnen, weil wahrscheinlich, weil wir auf unfruchtbarem Gebiet gebaut haben. Auf fruchtbarem wäre es wahrscheinlich ein 100er geworden. Ist aber allerdings auch nicht so schlimm. Erstens haben da die Schäfer den kürzeren Weg. Ich habe hier jetzt auf Wild gestellt, ja, weil mein Weizen kommt ja auch nur langsam an. Was ich noch bauen könnte, wahrscheinlich habe ich nur einen davon. Ja, ist eine Räucherei. Die Regenzeit hat eingesetzt. Für die ist leider hier kein Platz. Also hat kein Kornfeld. Sie hier. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So, das ist schon mal praktisch. Das führt nämlich meinen Marktplatzbrunnen schneller wieder auf. Und auch den Brunnen hier. Müssen wir darüber überlegen, wo ich überhaupt eine Kuhstelle errichten könnte. Ein Bote wurde nahe der Provinzgrenze gesichtet. Er wird über die Reichsstraße aus dem Norden zu uns kommen. Auf euren Befehl. Also wieder alles in den klar. Norden. Ja, ich glaube, das ist random, nicht abwechselnd. So, als nächstes muss ich dann aber dann wirklich die Kirche ausbauen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Irgendein Gebäude muss ich vergessen haben beim Ausbau, weil eigentlich sollten wir auf 99 kommen. Ich denke nicht, dass der Pater mitzählt. Gehen wir mal durch. Die wird gerade ausgebaut. Also ja, 6. Ein Karren wird angegriffen. Ups. Wie ihr wünscht. Angriff. Die Bäcker sind. Die sind auch alle. Ja. Die sind, du bist auch.
Hier auch und hier auch. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wie ihr wünscht. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Alles klar. So, Militär wieder in die Mitte. Also ja, ich habe die beiden noch nicht ausgebaut. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Das erklärt es allerdings nicht.